Hallo, meine lieben Aktienfreunde, es gibt Neues zu eurer Lieblingsaktie CD Projekt und ich sage euch, was es gibt, werde euch zwei Szenarien, Positiv-Negativ-Szenario vorstellen, wie ich auf 100 polnische Zloty komme. Das ist natürlich selbstverständlich das absolute Worst-Case-Negativ-Szenario. Vorher aber, was überhaupt passiert ist und wie die aktuelle Situation sich darstellt bei CD Projekt. Es gab jetzt Zahlen zum Jahr 2020, zum Geschäftsjahr. Da ist nicht so viel Neues bei rausgekommen. 13,7 Millionen abverkaufte Stück, Rekord, Umsatzrekord, Gewinnrekord, Umsatz bei 2,1 Milliarden polnische Zloty, Gewinn pro Aktie 11,50. Jetzt, bevor da groß gefeiert wird, um das Ganze mal in Relation zu setzen, weil einige haben ja noch Probleme damit, wie kann das sein, dass der Aktienkurs fällt und auf der anderen Seite hier Rekorde gefeiert werden. Gehen wir mal hier zu Factset und dann schaut ihr oder seht ihr, wie die Schätzungen nach unten gegangen sind. Von hier beim absoluten Hype im Mai letzten Jahres haben die Analysten geschätzt 3,6 Milliarden polnische Zloty Umsatz. 2,1 sind es geworden und dann hier dazwischen halt immer die Schätzungen nach unten korrigiert. Und das sind natürlich die Erwartungen des Marktes, die hier abgebildet werden in den Schätzungen. Und so kommt es dann, dass wenn die Erwartungen des Marktes nach unten korrigiert werden, dann korrigiert eben auch der Aktienkurs. Gutes wurde vermeldet von GOG nebenbei noch, dieser Online-Verkaufsplattform. Auch die haben Rekordumsätze. Cyberpunk 2077 hat ungefähr 10%, wenn ich mich richtig erinnere, der gesamten Stückzahl abverkauft über die GOG-Plattform. Aber GOG ist nicht als ist keine Gewinnmaschine. Die Margen sind extrem niedrig und die haben nur 20 oder 25 irgendwas in der Richtung polnische Millionen polnische Zloty dann zum Gesamtergebnis beigetragen. Will GOG nicht schlecht reden, ist aus meiner Sicht ein strategisches Element, auch um einen guten Draht zu haben zu den Publishern beispielsweise, zu den Entwicklerstudios. Denn man ist ja auch immer auf der Suche nach neuen Übernahmen bei CD Projekt und die Bilanz gibt das ja deutlich her. Apropos Bilanz, die haben so viel Geld, die haben auch Aktienkäufe gemacht, über 240 Millionen Zloty im Sommer. Da lag der Aktienkurs bei ungefähr 400 polnischen Zloty. Ob das so schlau war, sei mal dahingestellt. Und das wird den einen oder anderen freuen. Es soll eine Dividende geben über 5 polnische Zloty, was einer Dividendenrendite momentan entsprechen würde von 2,9%. Das mag dem einen oder anderen dann das Halten versüßen. Ja, gehen wir mal weiter zum Jahr 2021. Oder eine Kleinigkeit, sage ich es noch, würde eh in den Kommentaren auftauchen. Wir haben 30.000 Stück Retouren, die direkt an CD Projekt im Rahmen des Refund Me, glaube ich, dieses Programms zugegeben wurden. Das ist also relativ wenig, sind Good News. In Summe gab es ja noch mehr Retouren von Cyberpunk 2077, aber es hat dann Microsoft und Sony in erster Linie abgehandelt oder die anderen Distributionskanäle und das wird dann verrechnet mit den weiter abverkauften Einheiten. Nichtsdestotrotz ist okay. Vielleicht noch ein Wort zu den Abschreibungen. Ich hatte im letzten Video gesagt gehabt, oh, ich fürchte sehr hohe Abschreibungen, Sonderabschreibungen im Rahmen dieser Reorganisation, dass dann noch mehr Software abgeschrieben werden muss. Die werden ja bilanziert als immaterielle Vermögensgegenstände. Ist so nicht passiert in dem Sinne, dass das Ergebnis verhagelt hätte. Wir haben selbstverständlich Abschreibungen und das sieht man auch irgendwo hier in der Präsentation. Hier ist es. 40% beispielsweise der kompletten Entwicklungskosten wurden von Cyberpunk 2077 wurden im Jahr des Launch 2020 abgeschrieben. Der Rest verteilt über 5 Jahre. Diese 5 Jahre sind im Prinzip noch der Lebenszyklus von Cyberpunk 2077. So lange soll das Ganze noch Cash generieren. Das heißt aber nicht, dass jetzt jedes Jahr sozusagen nur noch 12% vom Gesamtumsatz erzielt werden sollte oder Gewinne. So nicht. Das ist einfach eher nur die Laufzeit. Auch das Management ist dann gefragt worden im Rahmen der Pressekonferenz, ob man diese Zahlen noch irgendwie interpretieren könne, in Zusammenhang bringen könne zur Umsatzerwartung oder Gewinnerwartung. Das Management hat ganz klar gesagt, nein. Und auch das Management fährt nämlich jetzt absolut auf Sicht. Ja, warum fahren die auf Sicht?
weil es jetzt erstmal darum überhaupt geht, Cyberpunk 2077 als zweite Säule von CD Projekt wieder auf Vordermann zu bringen. Die müssen jetzt erstmal das Spiel wieder polieren und das seht ihr hier. Die frühe kennt ihr vielleicht auch schon. Dieses Jahr stehen noch an natürlich Patches, um die Bugs rauszubügeln, dann 3 Free Downloadable Contents, um das Spiel aufzuwerten. Im zweiten Halbjahr dann Next Generation Update für die Konsolen, das auch kostenlos rausgegeben wird in die Last Generation Konsolenbesitzer. So versucht man dann die zweite Säule zu stabilisieren. Und ja, ihr wisst, das ist natürlich das alles Entscheidende. Erstmal, ob das gelingt oder nicht, das wird das Entscheidende sein für den weiteren Kursverlauf dieses Jahres und nächsten Jahres sicherlich auch. Denn was unter der Haube passiert, für uns etwas verborgen, die Organisation, die wird erst in einigen Jahren Früchte tragen können. Im nächsten Jahr soll erst angefangen werden, was heißt erst, im nächsten Jahr soll angefangen werden, einen zweiten AAA-Artikel-Titel parallel zu entwickeln. Und das dauert dann natürlich ein bisschen, bis das Ganze dann auch da wirklich vom Markt honoriert wird. Es soll noch geben von Witcher Monster Slayer, Augmented Reality Spielchen, wo du dann mit dem Handy, so ähnlich wie du Pokémons einfangen kannst, kannst du jetzt halt Monster einfangen, jetzt noch nicht, aber im zweiten Halbjahr. Ob das da der Riesenhit wird, der unglaublich viele Umsätze generiert, da bin ich eher zurückhaltend. Ich glaube, das ist aber auch so gar nicht geplant. Also wir bleiben dabei, Cyberpunk 2077 ist fürs Erste das alles Entscheidende. Wie der aktuelle Stand ist von Cyberpunk 2077, wenn man hier so Steam mal anschaut, da sind jetzt, das sind die Global Top Sellers, da ist Cyberpunk 2077 jetzt nur noch unter ferner Liefen dabei, irgendwo Platz 30, 32 in der Richtung, habe ich vorhin mal gezählt. Und wenn man hier sieht, was gespielt wird, dann ist Cyberpunk 2077 auch nicht mehr gerade so in Mode. Wenn man hier sich die Zahlen anguckt, im Dezember 2020, Average Players 332.000, das war der Launch-Monat. Und die letzten 30 Tage noch 13.000, ist nicht mehr allzu viel hängen geblieben. Und wir haben dann auch hier im Conference Call eine Frage gehabt an den lieben Piotr vom Management, wie denn jetzt so die Verkäufe laufen würden. Und es gibt jetzt keine konkreten Zahlen, aber er hat wenigstens was gesagt, wo man versuchen kann, zwischen den Zeilen zu lesen. Was er wirklich gesagt hat, das könnt ihr hier in dem Transkript ablesen. Ich interpretiere das mal ein bisschen frei und das ist jetzt halt meine Interpretation. Er sagt, die Stimmung ist momentan leider schlecht und das wirkt sich negativ auf die Abverkäufe aus. Das ist das, was ich lese. Wenn er definitely influenced the sales, the sentiment definitely influenced the sales, ist zwar hier simple past, aber er meint, das letzte Quartal, ja, okay, ist schon Vergangenheit, aber ich glaube, man kann es auch für den laufenden Monat noch übernehmen. Gut, dann würde ich sagen, was macht die Aktie? Gehen wir mal an das Szenario denken. Was anderes kann man da jetzt nicht wirklich machen. Und dann muss man sich eben für ein Szenario entscheiden, was man für realistisch hält. Was kurzfristig den Aktienkurs bewegen kann, glaube ich, sind zwei Dinge. Zum einen wäre es die Aufnahme in den PlayStation Store wieder, die Wiederaufnahme. Dann würde die Aktie wahrscheinlich einen Freudensprung machen, zweistellig bestimmt. Das kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Und das andere, das sind dann die Zahlen zum nächsten Quartal, beziehungsweise die Zahlen zum Quartal 2021 zum ersten, die im nächsten Monat kommen. Da gibt es dann zum ersten Mal harte Zahlen bezüglich der laufenden Abverkäufe diesen Jahres. Und darauf kann die Aktie sicherlich auch reagieren. Langfristig ist das jetzt eine andere Geschichte und jetzt kommen wir zu den Szenarien. Dazu möchte ich mal ganz kurz das kleine Excel hochzaubern, was ich mal gemacht hatte. Wir sehen hier CD Projekt mit so einer kleinen Peer Group, sage ich mal, andere Software schmieden und da ist ja die Besonderheit bei CD Projekt. Wir haben aktuell mit den klassischen Bewertungsverfahren wie KGV ein günstiges Unternehmen vor uns, aber wenn wir an die Prognosen gehen in der Zukunft, ein relativ teures Unternehmen vor uns mit einem KGV von 35 fürs Jahr 2023, weil die Gewinne eben sinken sollen, gemeinsam mit den Umsätzen, während bei den anderen Unternehmen im Regelfall die Gewinne und Umsätze steigen sollen. Das ist die Besonderheit bei CD Projekt. Wenn wir uns hier so eine Peer Group mal rausnehmen, dann würde ich mal die hier nehmen, kämen wir auf ein KGV durchschnittliches von um die 21.
Dann gehen wir jetzt mal zur Bewertung und hier ist sie. Und da nehmen wir jetzt dann die Peer Group Bewertung des KGV von 21 und schauen mal, wo wir dann landen würden, bei was für einem fairen Wert hier in der Zukunft. Und dann muss ich mal hier die Geschichte ziehen. Dann gehen wir mal hier auf 21. Momentan ist das bereinigte KGV sehr niedrig, weil wir den Ergebnis-Peak haben, weil wir momentan ja ganz hohe Gewinne haben fürs abgelaufene Jahr, Geschäftsjahr 2021. Nehmen wir hier jetzt die 21 rein, lassen uns dann hier den fairen Wert anzeigen. Und dann siehst du, und das ist das Interessante, für das Jahr 2023 hätten wir dann einen fairen Wert nur, falls die Aktie mit diesem KGV von 21 bewertet wäre, wie eben die Peer Group. Also hier, was ich dir gezeigt habe, das ist quasi die Peer Group. Und ich gestehe jetzt CD Projekt im Negativszenario auch nur noch ein KGV von 21 zu, weil, und das ist der Hintergedanke, der Markt nicht enthusiastisch ist bezüglich dieser Aktie, weil kein neuer AAA-Titel in Sicht ist, der wieder die Kursfantasie anregt. Und dann hätten wir entsprechend hier ja, Korrekturpotenzial nach unten von der Aktie, was relativ deutlich wäre über die nächsten Jahre von knapp 40% tatsächlich. Hier im Jahr 2024 dann sogar ein fairer Wert von unter 100 polnischen Zloty. Das wäre das Negativszenario. Es gibt aber auch ein Positivszenario, und das wäre Cyberpunk 2077 verläuft gut, plus die Reorganisation hat Früchte getragen. Es ist ein neuer AAA-Titel in der Pipeline, und das wird auch vom Markt honoriert. Und der Aktienkurs fängt wieder an, Fantasie einzupreisen. Ist genau das, was hier passiert ist. Denn hier hatten wir ja auch noch rückläufige Gewinne bzw. stagnierende Gewinne dann. Aber der Aktienkurs, der hat dann trotzdem neue Höhen erklimmt. Und wenn das passieren würde, das ist jetzt natürlich etwas schwer auszurechnen, das sage ich jetzt einfach nur, dann können wir auch wieder neue Höchstkurse sehen. Dann spielt diese Bewertung hier keine Rolle mehr, denn hier sind ja jetzt in diesem Rahmen nur bis 2024, und das wird jetzt extrem Glaskugel, hier extrem viel Fantasie, die hier eine Rolle spielt. Man kann aber eben aus der Vergangenheit dann ableiten, was mit dem Aktienkurs wieder passieren könnte, nämlich dass er neue Höhen erklimmt. Könnte auch noch ein bisschen besser laufen jetzt als hier von den Analysten prognostiziert, dass dass die rückläufigen Gewinne etwas weniger rückläufig sind, weil Cyberpunk 2077 so gut verkauft und dann hier hinten dann von den Analysten dann, was wir jetzt hier noch nicht sehen, dann eine neue Welle, eine neue Umsatz- und Gewinnwelle, die den Aktienkurs schon im Voraus nach oben treibt. Das wäre das Positivszenario. Und jetzt siehst du halt, dass viel Luft dazwischen. Und jetzt, was machst du draus? Das musst natürlich du selbst entscheiden. Aber ich möchte noch darauf hinweisen, dass ich vermute, dass es 2, 3 Jahre dauern wird, bis dieses Positivszenario dann auch wirklich sich im Aktienkurs niederschlägt, weil erst dann scheint sich das ja, denke ich, manifestiert sich so ein zweiter AAA-Titel. Und selbst wenn Cyberpunk 2077 jetzt dann doch noch, ich sage jetzt mal, die Kurve kriegt, dann denke ich nicht, dass es das reichen wird, dass wir all die Höchstkurse wiedersehen. Dann stabilisiert sich der Aktienkurs vielleicht hier irgendwo etwas höher. Aber damit du richtig mit der Aktie durchstarten kannst, wenn du das willst, dann denke ich schon, brauchst du 2, 3 Jahre Geduld. Gut, wenn du die mitbringst, wenn du an Cyberpunk 2077 glaubst, wenn du an CD Projekt Red an sich glaubst, an die Umstrukturierung und auch, dass sie dann in die parallele Entwicklung erfolgreich eingestiegen sind, dann denke ich, kann man die Aktie auch guten Gewissens behalten. Nur eben muss man dann etwas geduldig sein. So, das war mal meine Einschätzung zum Update von CD Projekt. Was du davon hältst, kannst du ja gerne in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht habe ich was vergessen. Du kannst auch gerne mit mir über CD-Projekte diskutieren, denn für mich geht es jetzt dann bald auf die Invest. Das heißt, heute und morgen bin ich auch da bei der Invest zu Gast. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao.